Tschanobe und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute ein Solltet ihr sammeln Video / Vegetas neues Event Video. Es ist für mich schon ein etwas längerer Tag, heißt ich entschuldige mich schon mal vorab und wahrscheinlich auch noch mal am Ende, falls ich mich mal wieder verquatschen sollte. Ich hasse Sport. Ich hasse Schulsport. Wollte ich einfach nur vorab erwähnen, weil es eh vorkommen wird. Ihr kennt mich aber schon und dementsprechend sollte das nicht allzu überraschend sein. Zuerst einmal fangen wir an mit dem Banner. Und ihr seht, ich bin auf dieser Seite. DBZ Dokkan Stats. DBZ Dokkan Stats. Die jedoch für Global seit dem O-Trans-Dings Banner nicht mehr aktualisiert wurde, leider. Dementsprechend kriege ich auch leider halt keine Simulationen hin. Ich wollte daraus ja eigentlich eine Reihe machen, aber die globale Version wird dementsprechend nicht mehr aktualisiert. Ich glaube, JP. Ja, guck mal, JP hängt auch ziemlich hinterher. Ich weiß nicht, was der Macher, warum der nicht weiter daran arbeitet. Auf jeden Fall ist es ziemlich schade, da ich halt damit unter anderem eine neue Reihe starten wollte und da das hier halt immer ziemlich geholfen hat, um halt unter anderem Puls zu simulieren. Aber das ist nicht so schlimm. Die Puls kann man jetzt nicht mehr simulieren, aber wir haben das hier Gott sei Dank noch. DBZ.space hilft uns wie immer aus. Und zwar sehen wir hier auch, was im Banner drin ist. Ihr könnt das also hier ganz in Ruhe angucken. Folgendermaßen ist das aufgebaut. Es ist ein SSR-garantiert Banner, jedenfalls beim ersten Summon und auch once only nur. Ja, das ist beim ersten, tut mir leid. Ja, beim ersten Summon kriegt ihr einen SSR garantiert und zwar entweder den INT Beerus oder den STR Vegeta. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch möchten diesen STR Vegeta haben, verständlich. Merket euch, nur beim ersten. An sich ist es kein Doppel-Rate-Banner oder sonst was, es sieht vielleicht so aus, aber sonst ist es eigentlich nur ein Trap-Banner. Jedoch ist es höchstwahrscheinlich, dass diese Karten außerhalb dieses Banners nicht mehr vorkommen werden. Heißt also, falls ihr die haben wollt, sprich falls ihr Vegeta haben wolltet, der ziemlich gut ist, müsst ihr wahrscheinlich hier ziehen. Ich nehme nämlich an, das ist genauso wie das Kaioken-Banner aufgebaut. Weil, Kaioken-Paikoan-Banner etc. Weil das kam seit seinem Release auch nicht wieder. Und die Karten an sich sind seitdem auch nicht mehr erhältlich gewesen. Ich glaube, das ist circa das gleiche Prinzip. Falls ihr ihn also haben wollt, müsst ihr hier wirklich reingehen. Das ist schade, ich mag sowas nicht, aber naja. So werden die Karten auch noch ein Stück seltener. Und vielleicht kann man dann so in einem Jahr sagen, ey, den habe ich. Du nicht, du hast nicht gesammelt. Du hast zu spät angefangen. Leider, leider. Jedenfalls, gefeaturete Karten sind natürlich einmal der INT Beerus, der STR Vegeta, der Tech Trunks, der INT Goten und nochmal einen INT Whis. Das sind jetzt nicht so viele, heißt schon mal gut. Wenn nicht so viele gefeaturet sind, ist das meistens recht gut, finde ich. Wie gesagt, die meisten mal die hier haben. Trunks und Goten. Gucken wir uns mal an kurz. Wir gucken uns einfach mal schnell alle an, weil darum geht's ja. Ich habe die auch hier hinten nochmal offen in DBZ Wiki, aber wir machen das mal so. Fangen wir mit Trunks und Goten an sich. Naja, die waren vor kurzem erst vor ein paar Monaten in den Banner drin. An sich sind es keine schlechten Karten. Muss ich wirklich sagen. Hier, raise nochmal die Attack für alle. Raise Ali's Attack by. Okay, raise the Attack. Leaders gegen. Nehmen wir einfach mal. Kriegt einen 80%igen Attack Boost. Reduziert Damage um 40%, wenn die Guard activated ist. Heißt, wenn ihr gegen AGL-Gegner kämpft, kassiert ihr mit ihm hier auch noch weniger. 80% Attack. Also an sich, ganz gute Karte. Der Goten eigentlich genauso, hier Raise Attack 20%, die das Krieg notieren wir. Attack plus 80%, High Chains to reduce damage received by 40%. Ungefähr so ähnlich, bei ihm muss nicht die Guard aktiviert sein, sondern er hat einfach eine hohe Chance, dass man halt einfach 40% weniger kassiert. Bei vielen sind diese Karten vorbeigegangen, da ist auch nicht wirklich so, naja, wichtig erschienen, aber persönlich finde ich die schon ziemlich gut. Weil der Trunks ist ganz gut gegen AGL-Events, muss man sagen, und der Goten an sich kann einfach in jedem Event mit Glück tanken und das gefällt mir recht gut. Vor allem, da man bedenkt, dass es einfach so Nebenkarten sind, die gedroppt werden. Also, falls ihr die zieht, ihr müsst nicht mad sein, die sind nicht schlecht. Des Weiteren haben wir INT Whis hier drin. Wir gucken uns mal an, was die Dokkan Awakened Version kann, weil die hier komplett unnötig ist. Der Leader Skill ist weiterhin nur meh. Supremer Damage und lowers the Attack, not bad. G plus 2, Attack Defense Mutantisch for all Allies. Wir haben hier also einen Supporter. An sich bringt er nicht viel, in dem INT-Team nicht, aber er könnte, falls ihr keine bessere Einheit habt, in einem O-Trans-Ding-Team ganz gut sein. Falls ihr Rose, Vegeto, Blue, halt die ganzen Standardsachen, die man braucht, besitzt und ein volles Team bilden könnt, ist der hier unnötig. Er ist halt nur ein Lückenfüller, falls ihr Support haben wollt. Sonst ist auch er, naja, er ist schlechter als Trunks und Goten. Trunks und Goten wollt ihr eher haben, glaubt mir. Dann die wichtigsten Karten natürlich. Wir haben einmal Beerus, der ein Nuke-Leader ist, was wir schon erwähnt hatten, und einen 100%igen Attack-Boost bei einer Ulti bekommt, der bei seinem Dokkan Awakening auf 120% geht. Ich habe ihn gezogen, Spoiler, ich habe einen Summon gemacht, ohne aufzunehmen, verzeiht mir. Ich habe ihn gezogen, leider, sonst habe ich noch 6 Rares bekommen, also ich hatte wieder einen Top-Summon, danke schön, Bandai.
Ich habe ihn bekommen. Ich habe ihn schon auf SR8 hochgefarmt. Wie gesagt, semi-farmbar. Ich habe direkt ein paar reingeballert. 8 ist er bis jetzt. Ich werde ihn auf 10 bringen und euch die Tage hoffentlich noch einen Showcase dazu bringen, weil ich glaube, dass er nämlich echt gut was drauf hat, der Typ. Also auch er ist eigentlich nicht schlecht, wenn ihr ihn zieht. Auch wenn Vegeta die Wunschkarte ist, ist er an sich auch nicht schlecht. Seid euch dem bewusst. Und jetzt halt der Vegeta die Wunschkarte. Super Attack plus 2, Attack plus 30. Blablabla. Attack and Defense plus 80%, raged, wenn man unter 30% seines Lebens fällt, einmal. Das ist jetzt hier die erste Form, die zweite Form ist da deutlich besser. Der hat nämlich Attack und Defense plus 100, kontert normale Attacken with tremendous power und raged, wenn er unter 30% fällt. Ja, unter anderem wegen der Konterfähigkeit und wegen den enormen Damage-Output und der guten Defense ist der halt einfach eine wirklich Must-Have-Karte, vor allem in einem Mono-STR-Team. Da er wahrscheinlich auch nur einmal kommt, sollte man hier was daran setzt, dass man ihn bekommt. Ich persönlich will ihn haben, aber ich habe schon Multi gemacht und hab ihn nicht. Und ich will nicht so deep gehen, weil das Banner ist außer... Ihr habt's gesehen, es ist ein okayes Banner bis jetzt. Aber Konterfähigkeit, macht gut Schaden, kann einstecken. Sehr gute Karte an sich, muss man sagen. Auch wenn die Stats zu wünschen übrig lassen. Merkt euch das. Die Stats hier haben nichts zu heißen. Er kriegt einen sehr guten Boost. Dementsprechend sind das die gefeaturten Karten. Ihr seht, zwei sehr gute bis gute. Zwei okaye bis gute und ein schlechter. Kann man also sagen, ist okay. Dann gibt es natürlich noch die Non-Featured-Karten, unter anderem LR Black, LR Brody, LR Majin Vegeta, LR Gohan, ja, das war's, LR Trunks gibt's noch nicht. Natürlich wieder, um ein bisschen, damit man halt einen Anreiz hat hier zu sammeln, hier sind alle LRs drin und noch viele andere Karten, wie ihr sehen könnt. Jedoch solltet ihr jetzt nicht hoffen, dass ihr hier LRs zieht, also natürlich schon, hofft man immer. Aber das LR Trunks Banner kommt, glaube ich, nächste Woche oder so auch noch raus. Das hier soll ja hauptsächlich dazu dienen, dass man halt ein bisschen geködert wird vor dem Trunks Banner. Wenn ihr also auf LR-Jagd gehen wollt, dann wartet bis zum Trunks-Banner, da das nächste Woche kommt und da ist er auch noch drin, sprich ein LR mehr, den ihr haben könnt. Aber falls ihr euch für diesen Vegeta interessiert, beziehungsweise Beerus, dann jetzt. Ich glaube, das war ganz gut so. Also, falls ihr Beerus oder Vegeta haben wollt, ist das hier ein Muss. Einzige Chance wahrscheinlich in nächster Zeit. Falls ihr LRs jagen wollt, lasst das Banner aus, da kommt was Besseres. Also solltet ihr sammeln, der erste Multi meiner Meinung nach ja, da einer von den beiden garantiert ist, danach sollte man es sein lassen. Macht keine Singles oder sowas, spart für einen Multi und macht den und danach Schluss. Meiner Meinung nach ist das nämlich nicht mehr wert. Wenn ihr Vegeta nicht bekommt, ist scheiße, aber naja, es muss jeder selbst entscheiden, wie sehr er diese Karte haben möchte. Meiner Meinung nach ein Multi. So, und jetzt gehen wir, das war übrigens der solltet ihr sammeln Teil, ab jetzt könnte es für manche uninteressant werden, weil jetzt gehen wir nochmal auf das Event ein, was gedroppt ist. Und zwar gibt es halt ein Vegeta-Event, ein neues, ein Story-Event. Das kann ich nicht aussprechen, ich werde es nicht vorlesen. Ein Vegeta Story Dragon Ball Super Event. 1, 2, 3, 4, 4 Stages hat das, jeweils 2 Versionen. Heißt, ihr könnt 8 Stones farmen, ist nicht schlecht. Und auf der ersten kriegt ihr Trunks-Medaillen. Auf der zweiten kriegt ihr einmal dieses Item hier und einmal dieses neue Währungsding mal wieder. Baba Treasures, genau. Auf der dritten kriegt ihr Medaillen zum Awaken für Vegeta. Trunks-Medaillen macht ihr auch. Und auf der vierten kriegt ihr halt die neuen Free-to-Play-Vegeta. Ah, hier, die braucht ihr auch noch. Deswegen gibt es diese Dings da, genau. Es gibt einmal dieses neue Baba hier. Natürlich, ich wollte nicht alle anklicken. Jedenfalls sieht das so hier aus. Das ist Pudding von Resven oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht genau, was das gerade sein. Ich bin mir nicht sicher, was das sein. Oh mein Gott. Kachi, ist es das? Nein, ist es. Ich glaube, das ist doch gar nicht in der Liste. Auf jeden Fall braucht ihr das, um halt unter anderem die Vegeta und die Beerus-Medaille zu kaufen, die ihr dann braucht, um nicht diesen Vegeta zu awaken, sondern diesen hier. Da braucht ihr die Vegeta-Medaille für, da braucht ihr die Beerus-Medaille für. Ihr sehen könnt, ihr müsst nicht nur die Karte hier farmen, ihr müsst auch dieses Zeug hier farmen und ihr müsst diese Medaillen hier farmen. Ihr müsst also eine ganz schöne Menge farmen. Scheiße, aber ja, ist so. Ihr könnt auch hier drauf Puddings bekommen. Das ist halt, ja, das Prinzip kennt ihr. Ihr kriegt halt diese Felder hier und darauf könnt ihr Pudding gedroppt bekommen. Damit kauft ihr euch Medaillen. Ja, Event an sich ist nicht schwer, ist halt wieder eine Menge an Farmerei. Gedroppt kriegt ihr dann halt diesen Vegeta hier, der Dokkan awakebar ist durch 10 Trunks und 10 Bulma-Medaillen zu der ersten Free-to-Play-Karte, die kontern kann. Niederskill, scheiße. Ulti, Supremer Damage immerhin. Kriegt einen recht okayen Attack- und Defense-Boost, gibt sich sogar Ki dazu und kontert. An sich wäre es eine gute Karte fürs World Tournament, da er halt kontern kann, Free-to-Play-Kontern. Aber leider geht dort seine Passive nicht an. Heißt, er würde kontern im World Tournament, aber würde einstecken trotzdem. Leider. Schade, schade. Trotzdem eine sehr gute Karte für ein Mono-AGL-Team. Werde ich wahrscheinlich die Tage auch noch showcasen. Den Vegeta haben wir schon durch. 7 seiner Medaillen, 7 Trunks-Medaillen, 7 Bulma-Medaillen. Sehr harter Grind für eine sehr gute Karte, muss man auch sagen. Verständlich.
Und Beerus braucht an sich nur 7 Medaillen, was mir sehr gut gefällt, weil für den muss man am wenigsten grinden und den habe ich auch. Attack Boost per Keys fair. Ist gelogen. Sein Leader-Skill gehört das nur. Ich muss sagen, der Beerus gefällt mir ziemlich gut. Obwohl er halt von den meisten gehasst wird, die ihn gezogen. Ich hätte mir auch Vegeta gewünscht zu ziehen, aber ich bin mir sicher, der 120% Attack Boost mit Max SA kann ordentlich reinhauen. Und dementsprechend war es das, glaube ich, mit dem heutigen Video. Wir sind das Event durchgegangen. Wie ihr sehen könnt, eine Menge zu farmen. Wir sind, solltet ihr Summon durchgegangen, ja, den ersten Multi. Aber falls ihr erst wollt, stürzt euch nicht hier drauf. Falls ihr Vegeta wollt, naja, ist halt scheiße für euch. Dementsprechend war es das, wie gesagt, mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lassen würdet. Und wir sehen uns heute Abend vielleicht auch mal sogar bei einem AMV wieder. Ja. Oder morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den Vegeta schon habt oder den Beerus, ob ihr schon gesammelt habt, ob ihr noch sammeln wollt, etc., wie eure Summons so liefern. Können wir diskutieren und ich sehe Summons, die besser sind als meine. Wir sehen uns morgen wieder, wie gesagt, vielleicht bis dahin haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao!